herzlich willkommen. Wir befinden uns heute in der sonnigen Mainzer Innenstadt und haben die Aufgabe, das 200 Jahre Rheinhessen-Cuvée zu präsentieren. Dieses Cuvée besteht aus einem lebendigen Riesling, einem fein mineralischen Silvaner und einem würzigen Müller-Thurgau. Und auf diesem Wein verbergen sich verschiedene typisch rheinhessische Mundartbegriffe. Und unsere Aufgabe wird es nun sein, dass wir durch die Innenstadt laufen und die Menschen befragen, ob sie denn mit der rheinhessischen Mundart was anfangen können, sie aussprechen können und wissen, was sich dahinter verbirgt. Kommt einfach mit. Hallo. Schönen Sonntag. Dürfen wir Sie heute auf die Probe stellen? Also wir zeigen jetzt auch 4 Begriffe. Ja. Und dann müssen die kurz vorlesen und uns verraten, was sich dahinter verbirgt. Okay. Also einmal der hier in lila. Gewaschtel. Gewaschtel. Das heißt? Durcheinander. Richtig. Ja. Wunderbar. Ja. Nee, keine Ahnung. Das Gewaschtel. Genau. Ja. Durcheinander. Richtig. Richtig, sehr gut. Hier oben. Was war das jetzt noch Hochdeutsch? Durcheinander. Genau, richtig. Ja. Das ist Gewaschtel, ne? Wenn irgendwas verknotet ist oder ja, so. Ja, genau. Durcheinander. Das Gewaschtel? Ja. Ja. Ja, ein Durcheinander. Richtig. Hier oben, der in Orange. Ist Regenschirmchen oder Regenschirm? Regenschirmchen. Ja, Regenschirmchen. Ja. Regenschirmchen. Regenschirm. Regenschirmchen. Keine Ahnung. Das Regenschirmchen. Ah, okay, das Regenschirmchen. Okay, das Regenschirm. Regenschirmchen, hier. Ja. Regenschirm. Genau. Läuft wie am Schnürchen. Als nächstes hätten wir den Begriff in Grün. Typisch zum Wein. Püppchen, so eine 0,1 Gläschen. Wunderbar. Genau. Kleine Römer. Das Piffsche. Kennen Sie das? Kleine Wein. Ja, 001 oder was? Genau, richtig. Ja. Piffchen. Was bist du? Kleiner Junge. Ja. Piffchen. Was könnte das sein? Wein. Wunderbar. Genau. Ich merke schon, wir haben es hier mit Profis zu tun. Getrunken, oder? Nee. Nee, dann gar nicht. Piffchen ist quasi so ein 01 im Glas. Ach so, okay. Als letztes den einmal in Orange. Piffchen, da muss ich kraften. Pinzie? Kennen Sie nicht? Ah, Pinzie, ja. Ja, wenn das Kind als heult immer so. Genau, so ein ja, zart beseitetes Persönchen. Ja. Ne? Genau, genau. Ja, das ist jemand, der sich ein bisschen dämlich dran stellt. Pinzie. Ja, Pinzie. Das ist jemand, der halt ängstlich ist. Ja, und so, klar. Ja genau. Und? Super. Ja, perfekt. 4 von 4. Besser kann es nicht laufen. So, wir hoffen, wir haben euch neugierig gemacht. Und wenn ihr mehr über die rheinhessische Mundart und den Wein dahinter erfahren wollt, könnt ihr im Schlossgartenhof, in der Winothek in Saulheim, bei der Wormser Zeitung und bei der Allgemeinen Zeitung im Kundencenter in Mainz erwerben. Und mit jeder Flasche tut ihr auch noch was Gutes. Denn pro gekaufte Flasche werden 200 Cent an den Förderverein 200 Jahre Rheinhessen e.V. mit der Aktion 200 für 200 gespendet. In Anlehnung an das Jubiläum von Rheinhessen gibt es hierbei eine limitierte Auflage von 2016 Flaschen. Kommt vorbei und verkostet den Wein. Viel Spaß damit! Zum Wohl!